Ja, also wir befinden uns hier mit zahlreichen Kräften von der Feuerwehr Weißwasser und umliegenden Wehren zu einem Brandereignis in dem ehemaligen Kulturhaus von der Stadt Weißwasser. Als die ersten Kräfte hier eintrafen, befand sich das Gebäude im Vollbrand. Mittlerweile haben wir den Brand und deren Ausbreitung unter Kontrolle. Natürlich ist es auch so, wir müssen uns jetzt hier Step by Step vorarbeiten. Die Baustatik des Gebäudes jetzt ist noch unbekannt. Das wird jetzt in naher Zukunft geprüft. Deswegen arbeiten wir uns vor. Wichtig ist aber, wir konnten eine Ausbreitung auf benachbarte und dahinterliegende Gebäude verhindern. Beziehungsweise sind jetzt auch schon in den Maßnahmen der Restablöschung, aber nur was den Außenbereich der hinteren Gebäudestrukturen betrifft. Alles, was zum Hauptgebäude zählt, war weder jetzt ein Trupp komplett drinne, weil wir von der Einsturzgefahr ausgehen. Deswegen, wie eben gesagt, warten wir auf die Baustatik und werden dann weitere Maßnahmen entscheiden. Ansonsten von den Kräften her, wir haben Kräfte zum Teil im Innenangriff, aber nur da, wo es gefahrlos möglich war. Hauptaugenmerk lag auf der Außenbrandbekämpfung mittels Hubrettungsfahrzeugen zum Beispiel, aber natürlich auch über Strahlrohre als solches. Wir haben jetzt noch verschiedene Kräfte und Mittel nachgeführt. Zum einen, wenn wir mit einem längerwierigen Einsatz rechnen, mit eventuell späteren Personalaustausch. Und ganz wichtig aber auch, wir haben natürlich hier eine Führungseinheit in dem Sinne aufgebaut, sogenannte Führungsgruppe, die dann zusammen mit mir hier die Entscheidungen berät, beziehungsweise dann auch mit den Abschnittsleitern, die wir jetzt hier eingerichtet haben, die verschiedensten Abschnitte durchführt. Ja, also wir sind eine freiwillige Feuerwehr, das heißt jetzt, der Einsatzleitwagen mit meiner Person, wir waren jetzt nicht die Ersten hier, vor uns waren schon Kräfte gewesen, aber mir bot sich das Bild, dass durch Weißwasser dann die Rauchschwaden schon zogen, und als ich hier angekommen bin, habe ich dann natürlich den Vollbrand gesehen mit der dementsprechenden, mit dem dementsprechenden Flammenbild, und ja, da waren unsere Leute schon in den ersten Maßnahmen, hier die Brandbekämpfung aufzunehmen, und im Prinzip unsere Aufgabe war es jetzt gewesen, peu à peu hier die Struktur einzubauen, zu festigen. Das ist aber nur dem geschuldet, weil wir müssen viel Personal nachführen, um dann die Strukturen einrichten zu können und dann auch dementsprechend dann die Maßnahmen abzuarbeiten. Wir haben jetzt ca. 120 Kräfte im Einsatz, aber hierzu zähle ich dann auch die verschiedensten Bereiche, wie wir haben. Nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch organisatorischer Leiter, Rettungsdienst haben wir jetzt mit hier, falls unseren Kräften was passieren sollte, was wir nicht hoffen wollen. Ne? Polizei ist ja zahlreich vertreten, und wir werden jetzt noch den DRK Versorgungszug holen. Einfach aus dem Grund, weil wir viele Einsatzkräfte hier haben. Wir gehen jetzt irgendwann in die Nacht hinein. Wir gehen auch davon aus, dass die Leute verpflegt werden müssen. Und das können halt die Leute vom DRK Betreuungszug oder Versorgungszug jetzt genannt viel besser leisten. Deswegen haben wir sie jetzt mit alarmiert in Absprache mit dem KBM, also Kreisbürgermeister, der hier für den Bereich zuständig ist. Und die Leute werden das dann mit unterstützen.